Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zum dritten Teil meiner Online-Lesung. Inzwischen ist ein bisschen was passiert, aber das müsst ihr selber lesen. Man versteht das, was jetzt kommt, auch so. Sie hören Auszüge aus dem Roman »Heute keine Kekse«, Juliette Groß, Osburg Verlag. Minimale Musik. In der Südstadt gibt es ein neues Veranstaltungszentrum. Total selbstorganisiert und alternativ. Das ist cool, da muss man gewesen sein, da willst du unbedingt hin. Meinetwegen. Jetzt trotte ich neben dir her Richtung Eisfabrik. Lutherstraße, Salzstraße, Seilerstraße. Wir wollen ins Konzert. Wir wissen beide nicht, was für ein Konzert das ist. Ist auch nicht so wichtig. Die Einfahrt zur Eisfabrik sieht unspektakulär aus. Die Eisfabrik ist ein altes Fabrikgebäude. Aber wahrscheinlich wurde da mal Eis hergestellt, sagst du. Wäre ich auch drauf gekommen. Wenn man durch die Einfahrt geht, kommt ein Hof. Um den Hof sind ein paar Fabrikhallen. Ein Gebäude ist Backstein, der Rest war wahrscheinlich früher mal weiß. Sieht provisorisch aus, aber nett. An der ersten Hauswand hängt ein DIN A3-Zettel, da steht mit Edding Minimalkonzert und ein Pfeil. Wir überlegen, dass minimal wahrscheinlich heißt, dass es kurz ist. Das finden wir gut, weil wir hier sind, zum Gucken, nicht zum Hören. Vor einer Metalltür stehen ein paar Leute, das ist sicher der Eingang. Was als erstes auffällt, ist, dass wir hier den Altersdurchschnitt deutlich senken. Manche von den Leuten sind so alt wie unsere Eltern, also 40 oder noch älter. Wir fallen hier auf. Egal. Drinnen, rechts neben der Tür, steht ein kleiner Tisch. Da sitzt eine Frau mit der Kasse. Eintritt ist 5 Mark, das geht eigentlich. Wir schauen uns im Raum um. Weiße Wände, Steinboden. In der Mitte ist eine Art schwarzes Linoleum ausgelegt. Da steht ein Klavier drauf, neben dem Klavier ist noch etwas Platz. Drumherum sind im Halbkreis Stühle aufgestellt. Nicht viele, so 60, 5, 6 Reihen. Ein paar Menschen sitzen schon und auch hier drin sind wir mit Abstand die Jüngsten. Hinten gibt es noch eine Bar, also einen Tisch, auf dem Getränke stehen und ein Typ, der verkauft. Du willst ein Bier kaufen, aber wir sind knapp dran und es könnte auch sein, dass du keins kriegst. Du siehst zwar etwas älter aus, bist aber trotzdem erst 15. Dann geht eine Frau mit einer Glocke durch den Raum und alle setzen sich auf die Stühle. Wir kriegen gute Plätze, 2. Reihe Mitte. Nachdem alle sitzen, dauert es. Dann wird das Licht gedimmt und auf dem schwarzen Linoleum wird es heller. Dann passiert erstmal gar nichts und dann treten ein Mann und eine Frau auf. Der Mann setzt sich ans Klavier und die Frau stellt sich auf den schwarzen Boden. Sie hat einen Flummi in der Hand. Jetzt passiert wieder nichts. Irgendwann nimmt die Frau den Flummi und wirft ihn auf den Boden. Es macht Bong. Sie fängt ihn wieder. Pause. Der Mann schlägt eine Taste auf dem Klavier an. Kling! Ein schöner Anfang, gleich geht es bestimmt richtig los. Es geht aber nicht los. Nach etwa 3 Minuten nimmt die Frau wieder den Flummi. Bong! Das Klavier antwortet. Kling! Pause. Du flüsterst. Wollen wir gehen? Nee, das ziehen wir durch, vielleicht kommt ja noch was. Hinter uns sagt jemand, pscht. Wir stören wahrscheinlich die Stille. Es passiert jedenfalls nichts. Die Frau steht da und guckt wichtig und der Mann sitzt da und kriecht ins Klavier. Das Klavier macht wieder Klingen. Pause, lange Pause. Du guckst auf die Uhr. Wir sind jetzt seit 10 Minuten hier und haben ganze 5 Geräusche gehört. Du guckst mich an, mir zucken die Mundwinkel. Ich gucke schnell wieder nach vorne, wenn ich dir in die Augen schaue, kriege ich einen Lachanfall. Aber auch ohne Augenkontakt ist es schwierig. Das Klavier macht wieder Pling und ich muss anfangen zu glucksen. Du schaust sehr konzentriert nach vorn. Das Klavier macht nochmal Pling und mein Glucksen wird lauter. Jetzt kommt aus einer anderen Ecke Psst und ganz leise, das ist doch wirklich unerhört. Man hört ja auch nichts, denke ich. Ich beiße in den Riemen von meiner Schultertasche, um nicht zu lachen. Von der Seite sehe ich, dass du lächelst und angestrengt versuchst, nicht zu mir zu gucken. Jetzt ist wieder der Flummi dran. Bong!
Aus meinem Körper kommen seltsame Geräusche. Ich verärgere die Menschen im Publikum. Als das Konzert nach 50 Minuten vorbei ist, habe ich den Riemen von meiner Schultertasche durchgebissen. Nach begeistertem Applaus und vielen Verbeugungen können wir endlich aufstehen und ich renne sofort aufs Klo. Ich schließe mich ein und versuche, mich zu beruhigen. Als ich rauskomme, stehst du an der Bar und unterhältst dich mit einer älteren Frau. Die Frau ist ganz begeistert von dir. Ich höre, das finde ich wirklich toll, wenn junge Menschen sich mit anspruchsvoller Musik auseinandersetzen. Du antwortest, nein, das war sehr interessant, wirklich. Was die Stille mit dem Ausdruck des einzelnen Tons macht, das kriegt eine andere Dimension. Jetzt strahlt die Frau. Das ist Zen. Zen in der Musik. Reine Leerheit. Am Ende bezahlt sie dir dein Bier. Wir verabschieden uns höflich und als wir um die Ecke sind, müssen wir beide so lachen, dass ich Angst habe, mir in die Hose zu machen. Ich knote die Riemen von meiner Tasche zusammen und wir gehen noch bei der Hexe, dem Kiosk bei dir um die Ecke, vorbei und kaufen eine Flasche Sekt. Die Hexe verkauft dir ohne mit der Wimper zu zucken Alkohol und Zigaretten schon seit Jahren. Na, wir nennen sie Hexe, weil sie aussieht wie eine Hexe. Dein Vater, den du Jo nennst, meint, du sollst das nicht sagen. Bei dir zu Hause trinken wir Sekt und hören richtige Musik. The Fall, Paintwork. Ein paar Tage später gehen wir zufällig am Koki, dem kommunalen Kino, vorbei. Da wir noch nicht wissen, was wir abends machen sollen, gehen wir in den Film, der gerade läuft. Wir sehen Koyanis Katsi. Komischer Titel, aber ganz geile Musik. Jetzt blätter ich mal ein bisschen weiter. Schön, aber lese ich nicht hier. AWO. Du willst deinen Zivildienst bei der AWO machen. Die Stelle hat dein Vater besorgt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du besonders liebevoll mit Behinderten umgehst. Ich soll die fahren, ich soll nicht mit denen kuscheln. Fahren kann ich. Außerdem sind die ja schon behindert. Ich fahre niemanden tot, ich bin nicht blöd. Das stimmt, du bist nicht blöd. Du hast nur 13 Stunden für deinen Führerschein gebraucht. Ich finde aber, das heißt noch lange nicht, dass man fahren kann. Und deine soziale Kompetenz halte ich für ausbaufähig. Du lachst und sagst, The boy with a thorn in his side, behind the hatred there lies, a murderous desire for love. Naja, vielleicht. 13. Stock. Ich renne immer von einer Seite auf die andere. Ich bin immer an der Seite, zu der sich dein Bett neigt.